Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Wenn dann hochladen. So wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich beleidige, wenn ich beleidigt werde. Ich greife an, wenn ich angegriffen werde. Also tu mir den Gefallen und hör auf mit deiner Doppelmoral. Ihr wollt immer, dass ich mich besser verhalte und verhalte durch die Scheiße. Was hast du bloß zu schauen, Hackfresse? Scheiß Landkind! Such dir einen Job, Alter, wenn du nichts zu tun hast! Ich bin mal in einem ganz kurzen Video mal wieder zum Thema Mobbing. Sehr gut gelungen gerade wieder. Wir haben 21.50 Uhr am 16.07.2019 und ja, es ist tatsächlich so, dass ein Vollidiot, der hier gerade vor meiner Tür war, mit drei Leuten insgesamt zu viert und dann mit rumschreien, jetzt um die Uhrzeit hier, also kurz vor 10 schreien sie hier rum, führen sich auf wie Sau am Sofa, machen hier nur Scheiße und was weiß ich alles. Ich bin mitten am Streamen, ich höre Musik, ich habe einen Scheißdreck gemacht. Das kann man die letzten, weil wie lange streame ich jetzt? 2 Stunden 22 Minuten. Also ich habe seit 2 Stunden 22 Minuten nichts anderes gemacht, als zu streamen, Musik zu hören und nebenbei zu zocken. Und dann kommt irgend so ein Pisser daher und dann das Peinlichste, das meiner Meinung nach Peinlichste daran ist, der gibt noch damit an, ich habe wenigstens studiert. Au, das tut weh, Alter. Du hast studiert, um bei mir vor der Haustür zu stehen. Was hast denn du studiert? Arschloch sein? Alter, Falter, ohne Scheiß. Das hast du aber mit Sicherheit mit den besten Noten seit Menschengedenken gekriegt. Alter, Falter, wie dumm kann man eigentlich sein? Stellt sich vor meine Haustür um die Uhrzeit, mitten in der Woche, ja? Wir haben den 16. Das heißt, was haben wir für ein Datum aktuell? Wir haben aktuell Dienstag, ja? Es ist Dienstag, der 16.07. Und der steht vor meiner Haustür und brüstet sich damit, er habe studiert. Herzlichen Glückwunsch. Moment. Alexa, Applaus abspielen. Applaus von Lea startet jetzt auf Amazon Music. Ach so, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das war ich momentan. Ich habe das Echo Show momentan nicht angeschlossen. Ich habe es nur über die App momentan. Und da spinnt irgendwie die Audio. Warum auch immer. Muss ich mal irgendwas machen. Oder es liegt an der App selber, ich weiß es nicht. Applaus. Alter, damit auch noch anzugeben, ich habe studiert. Und vor meiner Haustür zu gammeln. Und der ist mitten in der Woche. Und der ist noch dazu um etwa knapp 22 Uhr. Ohne Scheiß. Ganz ehrlich, das verdient fast noch einen Applaus. Ich muss es leider hier unterbrechen, weil deine Dummheit wird wahrscheinlich eh nur sagen, oh ja, er hat geil, ist Applaus, oh ja. Und wirst wahrscheinlich noch einen fetten Schulterklopfer machen, weil, oh ja, ich hab's geschafft. Oh, ich hab einen Applaus vom Dach gekriegt. Junge, Alter, ganz ehrlich, such dir ein Leben. Kauf dir Verstand. Wobei, du hast ja eh kein Geld wahrscheinlich, wenn du studiert hast, hast du ja wahrscheinlich hinterher keinen Job anscheinend. Sonst würdest du nicht vor meiner Tür stehen. Weißt du was? Arbeite mal ungefähr ein Jahr lang im Stahlwerk. Und das machst du bei etwa 30 Grad im Schatten draußen, bei einer Hitze innerhalb des Eisenwerkes von, sagen wir mal, 60 Grad. Und da hebst du dann den ganzen Tag Sachen rum mit dem Kran und auch mit der Hand zwischen 5 und 30 Kilo oder 100 Kilo, wenn du zur dritten oder zur vierten Maschine arbeitest. Dann reden wir nochmal weiter über Arbeiten und was ich von Arbeiten verstehe und was du von Arbeiten verstehst. Du hast studiert, das ist schön für dich, aber die meisten Studenten haben meiner Erfahrung nach in ihrem Leben noch nichts Hartes gearbeitet. Irgendwo hinterm Tresen stehen an der Bar oder irgendwo in einem Kaufhaus zu arbeiten, ist auch Arbeit. Aber meiner Meinung nach habe ich schon dreckigere und hellere Arbeit in meinem Leben übernommen, als du sie wirst. Ja? Und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, also von daher. Alter Junge, ganz ehrlich, such dir ein Leben oder kauf dir ein Leben von dem nicht vorhandenen Geld, das du hast. Alter, ciao Leute. Junge, Junge, Junge. So Leute, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Danke für die Leute, die unterstützt haben. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Abend. Haut rein, bis dahin, euer Drache. Und damit würde ich sagen, Alexa, Licht aus.
Ich werde jetzt noch einen Beitrag schreiben, den ich schreiben muss.